So, auf ein Neues. Es geht heute wieder mal um Perspektive, um eine Wiederholung. Ich glaube, dass ich das, was ich mit den Fluchtpunkten, mit der Bildebene, mit den Horizonten und alles, was mit Perspektive zu tun hat, das müssen wir öfters wiederholen. Ich habe nicht den Eindruck, dass ihr das Konstruktive sehr intensiv betreibt. Was ich völlig in Ordnung finde, also die meisten Zeichen von der Natur, was ich ganz, ganz toll finde. Aber vergesst nicht, wenn ihr nicht wisst, was ihr da zeichnet, wenn ihr nicht begreift, wo eure Horizonte liegen, wo die Fluchtpunkte liegen, habt ihr ja, ihr habt es schwieriger. Ihr müsst es intuitiv machen und wenn man den Punkt kennt, wo die Linien reinlaufen, dann hat man den Punkt und kann schnell alle Linien reinsetzen. Gerade wenn man im Freien skizziert, man erfasst die Dinge viel schneller. Ich sage immer, das ist die Sehhilfe Wissen. Also je mehr ihr über das Wissen realisieren könnt, umso freier könnt ihr euch auch auf dem Blatt bewegen. Und ich habe ja vor längerer Zeit habe ich ja diese Newsletter angefangen und ich habe das nicht gesagt, aber jetzt kann ich ja sagen, ich werde zu den Newslettern auch immer eine Episode machen, sodass ihr dann nicht ganz alleine gelassen werdet. Und ich werde eure Sachen, die ihr einschickt, werde ich dann in den Besprechungen immer mit einflechten. Also Newsletter und die Übungen, die ihr selber macht, die werden dann zusammengefasst werden. Und ihr werdet auch sehen, was die anderen in den Newsletter auch für Ergebnisse bringen. Heute will ich über das Newsletter 1 reden. Ich habe da einen Vorschlag gemacht, im Prinzip etwas zu wiederholen, aber unter einem kleinen anderen Ansatz. Ich habe gesagt, setzt euch selber ein Raster. Das Raster könnt ihr selber bestimmen mit gleichen Teilen, also wie so ein Schachbrett, aber nicht unbedingt 8x8, sondern 4x4. Und dann bestimmt selber Objekte, Würfel und gestapelte Würfel, guckt die von verschiedenen Seiten an, versucht verschiedene Horizonte einzunehmen und versucht mal um dieses Schachbrett, ich nenne das jetzt mal Schachbrett, drumherum zu wandern, um verschiedene Blickpunkte zu erreichen, zu konstruieren, dass ihr dieselbe Sache immer wiederholt. Also das muss man ein paar Mal machen, immer das Objekt. Dann den Horizont bestimmen, sagen, wo steht man, die Objekte langsam verteilen, die Raster, die Fluchtpunkte und so weiter. Das muss man jedes Mal wieder, passiert immer dasselbe, aber wenn man es mehrfach macht, dann langsam geht es in die Gehirnwindung rein, langsam wird es DNA und dann sagt ihr, was war eigentlich daran so kompliziert? Ihr kennt das selber, es gibt die einfachsten Sachen, man sieht den Bäcker, wie er Teig knetet, man sieht den Tischler, wie er etwas ganz wie er sägt, aber es geht bei ihm wie Öl, ja. Und man macht dann selber und die Säge hakt immer. Also alles muss man üben. Ja? Also jede Form von handwerklichem Können muss man üben. Das fällt eigentlich in den Schoß. Überall gibt es kleine Tricks und Übungen und dann kommt man eben zu dem Ergebnis. So, ich möchte heute diese Übung, die ich euch vorgeschlagen habe, mit euch nochmal zusammen machen. Ich zeichne jetzt erstmal das Raster und dann sehen wir weiter. So, ihr seht, ich habe mir ein bisschen Mühe gegeben. Vielleicht habt ihr gesehen, dass ich die Maße nicht durch ein Lineal gemacht habe, sondern wirklich durch die Konstruktion der Diagonalen habe ich also die Einheiten bekommen. Also 1 ist immer die Diagonale und so weiter. Ihr habt es gesehen. Zuerst das große Quadrat, dann die Diagonalen, dann habe ich langsam die Halbierung bekommen in den Kreuzungen der Diagonalen und so weiter. Und ich habe also ohne ein Lineal zu benutzen, habe ich hier eine Anordnung von Quadraten. Ich habe einen Grundriss, 4x4, das sind vier Objekte, A, B, C, D. Und in der Ansicht habe ich C ist 3 Einheiten hoch, B ist 2 Einheiten groß hoch, D ist 1 Einheit und A auch. Und dann habe ich 3 Blickpunkte mir vorgenommen. Der erste Blickpunkt ist, da ist der Betrachter 1/2 Einheit hoch. Bei dem zweiten Blickpunkt ist er 2 Einheiten hoch und beim dritten Blickpunkt ist er 5 Einheiten hoch. Und was ich jetzt immer mache, das empfehle ich euch auch,
wirklich, wenn ihr jetzt konstruiert, auch den Grundriss immer so in Richtung eurer Blickachse zu gucken, weil damit kriegt man die räumliche Erfahrung, wird dann auch richtiger. Wenn man jetzt so agiert, so liegen lässt das Blatt und dann so umdenken muss, ihr kennt das bei einer Landkarte oder wenn ihr eine Karte habt und im Prinzip immer umdenken musst, es ist am besten, die Karte immer in räumlicher Richtung zu drehen, dann versteht man es schneller. Also, wir fangen jetzt mal mit 1 an und ich bereite mal kurz was vor. So, die erste Linie ist gesetzt. Ich habe jetzt hier, wenn ich diese Linien verlängere, kann ich das gleich als Maß nehmen und kann mir hier die Einheiten des Rasters gleich reinziehen. Ich kann es nochmal genauer machen, dass wir hier die Fehlerquotienten ein bisschen gering halten. So, jetzt muss ich den Horizont eintragen. Also ich gucke aus dieser Richtung, ihr seht, das ist 1, ich gucke aus dieser Richtung und ich bin ein halb so hoch wie eine Einheit. Diese Linie ist mein Horizont. Und ihr werdet euch fragen, warum hat er jetzt das Raster, sozusagen dieses Raster vom Grundriss jetzt hochgeklappt? Ich habe das also hochgeklappt. Das ist unsere Grundlinie hier. Hab das hochgeklappt. Ihr werdet gleich sehen, dass ich natürlich diese Maße auch brauche, weil ich ja die Kuben jetzt bauen will. Und diese Kuben haben ja auch das Einheitsmaß. So habe ich hier gleich ein Maß. Was ich euch jetzt mal empfehle, wenn ihr solche Zeichnungen macht, nicht nur auf die Konstruktion zu setzen, sondern einfach mal hier ganz kurz so mal gucken, wie so ein, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, also eine Skizze machen, wie die Konstruktion etwa aussehen muss. So. Das ist eine ganz freie und schnelle Skizze. Dass man guckt, aha, das ist jetzt 2 hoch und das wäre jetzt 3 hoch. Das sitzt aber weiter hinten. So. Irgend sowas müsste dabei rauskommen. Das Gute daran ist, dass ihr euch gleich im freien Skizzieren übt und dann durch die Konstruktion auch seht, wie nah ihr am Ergebnis seid. So. Also, wir haben den Grundriss, wir legen den in die Richtung und jetzt geht's los. Das ist der Punkt genau gegenüber. So, jetzt müssen wir wieder gucken, das ist die Diagonale, die kreuzt die Senkrechten. Wir können jetzt also zur Diagonalen, können wir eine Parallele durch unser Standort ziehen. Und ihr seht, hier, genau hier ist dann der Fluchtpunkt der Diagonalen. Das können wir jetzt hier ansetzen. Diesen Fluchtpunkt nach unten ziehen. Aber in diesem Fall auf dem Horizont abtragen. So, das ist jetzt der Fluchtpunkt für die Diagonale. Also wenn wir jetzt hier den letzten Punkt anpeilen und die Diagonale durchziehen, seht ihr, haben wir hier in den Kreuzungspunkten bekommen wir die Waagerechten des Rasters.
So, das höchste Objekt ist 3 Elemente hoch. Deswegen mache ich jetzt mal etwas. Ich zeichne das ganze Raster nochmal nach oben. Schaut mal, das können wir jetzt machen. Wir können ja das Raster auch in die Decke heben. Warum habe ich das gemacht? Weil ich einfach euch zeigen will, dass man natürlich jetzt hier spielen kann. Man muss nicht immer von unten nach oben arbeiten, man kann auch von oben nach unten arbeiten, weil hier haben wir ein Problem. Hier ist es sehr, sehr dicht, weil wir sehr flach über dem Boden liegen. Aber die Untersicht ist viel, viel gewaltiger und man sieht die Objekte und die Quadrate also viel besser. Und vielleicht nützt uns das was. Also ihr könnt spielen mit der Perspektive und jetzt fangen wir an, unsere Objekte reinzuzeichnen. So, das wäre der Blick von hier nach dort. Jetzt mache ich den zweiten Blickpunkt. Ich gehe von hier aus und werde in zwei Einheitshöhe werde ich sozusagen meinen Horizont setzen. So, der zweite Blickpunkt ist auch realisiert und ihr seht, es gibt hier ein Problem oder etwas, was ein bisschen einen vielleicht durcheinander bringen kann. Wir haben die Höhe auf 2 gesetzt, also genau auf die Höhe des B-Turms. Und ihr seht, dass wir hier auf dieser Höhe, wenn wir also genau mit einer Fläche auf einer Höhe sitzen, dann haben wir natürlich keinen Draufblick und keine Druntersicht. Also der graue Turm, ihr seht, da haben wir eine Untersicht, die sieht man aber nicht, weil die Fläche davor steht. Also wenn man es transparent machen würde, würde man das sehen. Hier sieht man nichts und hier bei 1 sieht man natürlich wieder drauf. Und das Zweite ist, ihr merkt, nach links wird es auf einmal sehr dramatisch. Also das ist auf alle Fälle kein Würfel mehr. Wir haben ja gesehen, A ist im Grundriss und in Ansicht gleich, also ein Würfel. Und hier kommt es zu einer sehr, sehr starken Verzerrung. Ich habe euch gesagt,
Die Schulperspektive hat so ihre Probleme, gerade was die Verzerrung betrifft. Wir werden aber bald damit anfangen, auch die Verzerrung uns mal zu erklären. Daraus entstehen ganz fantastische Themen, also Illusionsmalerei. Wir können in den Barock reingehen, die Kirchenbemalung. Alles hat was damit zu tun und letztendlich auch die Panoramen. Weil wenn wir das mit der Verzerrung nicht begreifen, wissen wir auch nicht, warum in der Weitwinkelfotografie an den Seiten auf einmal die Gesichter alle breitgezogen werden. Ja? Aber das werde ich euch demnächst erklären und ihr werdet sehen, das werden ein paar schöne Episoden, weil wir auf einmal Überraschungen erleben, die wir so vorher vielleicht uns noch gar nicht überlegt haben. Zum Beispiel im Internet kreisen ja jetzt viele schöne Videos rum, wenn so Leute auf der Straße so Illusionsmalereien machen, wo man dann auf einmal in ein Loch fällt und wenn man sich bewegt, sieht man, dass es nur auf dem Boden gemalt. Das alles lösen wir auf. Ja? Das ist also keine Mystik, es ist Perspektive und ihr werdet sehen, ihr werdet das alles begreifen. Ob ihr es dann anwendet oder was ihr damit macht, das ist eine andere Sache. So, jetzt gehe ich zum dritten über und auch da werde ich jetzt nichts erläutern, sondern einfach mal zeichnen. So, ihr seht, ich hatte hier ein bisschen zu kämpfen, weil alles ist ein bisschen aus dem Format rausgekommen. Also wir haben es hier mit einer Position zu tun, die mit ungeheuren Verzerrungen arbeitet. Also das Objekt vorne, also jetzt C, merkt ihr, das rutscht aus dem Bild raus und das hat nun überhaupt nichts mehr mit einem Quadrat zu tun. Und das ist eben interessant, dass wir hier an die Grenzen der Perspektive kommen. Und so war letztendlich auch diese Aufgabe gedacht, dass ihr mal versucht, in den verschiedenen Aufgabenstellungen, die ihr euch selber gebt, also Blickpunkt, Horizonthöhe, dass ihr auf einmal zu Lösungen kommt, wenn ihr alles akkurat macht, die unterschiedlich sind, die auf alle Fälle irgendwann nichts mehr mit den Objekten zu tun haben. Manche haben sich Modelle gebaut, ganz toll, und haben sich versucht, das erstmal vorzustellen. Das finde ich super. Aber ihr merkt bei diesem Versuch auch, dass wir an die Grenzen kommen und da wird es bestimmt viele Fragen geben. Macht euch keine Sorgen, die werden wir beantworten. Ich habe hier mal die Skizze zwischendurch noch gemacht, beim letzten,
Beim letzten Beispiel hatte ich die Skizze nicht vorher gemacht. Aber ihr seht auch, in meiner Skizze war ich zu idealistisch. Also ich habe wirklich die Objekte noch als drei Quader übereinander gesehen. Ihr seht, die Deckfläche ist auch als Quadrat gezeichnet. Aber es hat mit der Konstruktion nun überhaupt nichts mehr zu tun. Ihr habt auch gesehen, ich habe das Raster aufgebaut, dann habe ich meinen Horizont gesetzt, dann habe ich meinen Fluchtpunkt für die Senkrechten gewählt, dann habe ich den Fluchtpunkt für die Diagonale aus dem Grundriss herausgeholt. Ihr seht hier, also das ist natürlich parallel, der Sehstrahl parallel zu den Diagonalen immer gesetzt, bei den anderen Beispielen genauso. Dann habe ich den Abstand gehabt und dann habe ich den Fluchtpunkt der Diagonale genommen, habe den hineingezeichnet und im Kreuzungspunkt mit den Senkrechten hatte ich dann meine Waagerechten und konnte dann mein Raster entwickeln. Und ihr seht, ich habe mich auch manchmal ein bisschen vertan, da muss man aufpassen. Man könnte sich vorher auch die Raster erstmal ein bisschen schwärzeln, dass man weiß, in welchen Rastern man agiert. Und dann arbeitet man sich Schritt für Schritt voran und kommt letztendlich zu einem Ergebnis. Ihr seht, in meinen Skizzen habe ich das Prinzip, war eigentlich schon ganz richtig. Und ich habe bloß mit den Verzerrungen nicht gearbeitet, weil ich hier sehr visuell herangehe, weil ich ja weiß, es geht hier um Quader, es geht um Quadrate. Und das habe ich in der Skizze versucht zu realisieren. Die Perspektive macht aber was anderes. So, Schatten habe ich auch schon ein bisschen reinkonstruiert, darauf gehe ich heute nicht ein, aber Schatten könnt ihr immer wieder auch konstruktiv hineinbauen. Wir haben über Schatten geredet, wir werden das auch noch öfters behandeln. Und vielleicht nochmal eine ganz explizite Veranstaltung für die Schatten machen oder vielleicht sogar mehrere. Die Spiegelung haben wir ja auch noch nicht behandelt und so weiter. Die Verzerrung öffnet ein ganz, ganz neues Gebiet. Mit den Verzerrungen kann man arbeiten, man kann illusionistische Tricks machen, die wirklich sensationell sind. Und wenn man sie bewusst anwendet, kann man sie sogar für seine Projekte benutzen. Wenn man aber ihnen ausgeliefert ist, weiß man überhaupt nicht, was man machen soll und ist immer traurig, dass die Verzerrungen da sind. Und wir wollen ja die Dinge wissen, um sie wirklich in Angriff zu nehmen und sie bewusst einzusetzen. In diesem Sinne.